Schließt einfach mal die Augen. Ehrlich jetzt, macht sie mal zu. Ich gebe euch jetzt ein Stichwort. Pirat. Woran habt ihr gedacht? An Klaus Störtebeker, der kopflos an seinen Kameraden vorbeimarschiert ist und High Fives verteilt hat? Oder an einen mysteriösen und gut aussehenden Typen, der vielleicht mit Holzbein an Deck herumstolziert und mit seinem Säbel gezückt auf das nächste Schiff zusteuert? Mit allem drum und dran natürlich Augenklappe, Goldzahn und einer Flasche Rum in der Hand. In der heutigen Folge geht es um genau diese Vorstellung. Wir beleuchten die Piratenkultur und das, was die Medien aus den Gesetzlosen gemacht haben. Hallo, ich bin Ella und herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. Fangen wir bei den Schriften an, die unseren modernen Blick auf Piraten zu den Stereotypen gemacht haben, die sie heute sind. Unsere frühesten und ersten Quellen, die das Leben der Piraten des 17. und 18. Jahrhunderts beleuchten, stammen aus der Feder von Alexandre Olivier Exquelemain und Charles Johnson, der später den Grundstein für die Erzählungen über die Piraten des goldenen Zeitalters legen würde. Alexandre veröffentlichte seine Schriften unter dem Titel Der amerikanische Seeräuber, zu Deutsch Die amerikanischen Seeräuber in Amsterdam im Jahre 1678. Captain Charles Johnson dagegen machte aus seiner Identität ein Geheimnis. Manche glauben, dass Daniel Defoe unter diesem Namen schrieb. Fakt ist aber, dass 1724 das Buch A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, zu Deutsch eine allgemeine Geschichte der Räubereien und Morde der berüchtigsten Piraten, veröffentlicht wurde und als eine der ersten Quellen für das Piratenleben des 18. Jahrhunderts gilt. Als Quellen sollen Johnson Gerichtsakten und Logbücher der damaligen Zeit gedient haben. Was aber in seinem Werk Fakt oder Fiktion ist, ist heute nur noch schwer nachvollziehbar. Deshalb kann keines dieser Bücher als solide historische Grundlage durchgehen. Manche Historiker halten zwar viele Geschichten für authentisch, aber vieles kann und wird von Experten heute nicht ernst genommen. Wie zum Beispiel Johnsons berühmte Geschichte über Captain James Misson und seiner utopischen Piratenkolonie Libertatia. Dennoch liegen die meisten Bilder, die wir von berühmten Piraten im Kopf haben, Charles Johnsons Geschichten zugrunde. Es gibt leider auch nicht viele Alternativen und so ist dieser Klassiker das, womit viele Experten auf diesem Gebiet arbeiten müssen. Wo es keine oder nur dürftige historische Quellen gibt, wird auch oftmals viel erfunden und besonders romantisiert. Die Piraten schlichen sich langsam aber sicher in unser kollektives Gedächtnis ein. Sie waren eben ein super Thema für Dichter und Autoren. Nehmen wir mal Lord Byron, ein Dichter der Romantik. Der schrieb 1814 ein Gedicht mit dem Titel The Corsair. Darin geht es um einen Piratenkapitän, der in die See sticht, um seine Geliebte aus den Händen der Osmanen zu befreien. Als dann aber Prosa auf dem Vormarsch war und die Welt immer belesener wurde, zeichnete Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson von 1883 ein klassisches Piratenbild, das sich bis heute gehalten hat. Die Piraten der Schatzinsel sind heimtückische Bösewichte, die alles dafür geben würden, um an Captain Flints Schatz zu kommen. Die Geschichte spielt ein paar Jahre nach den goldenen Zeiten der Piraterie, so um 1760. Dem Hauptcharakter Jim Hawkins fallen eine Schatzkarte und das Tagebuch des verstorbenen Captain Flint in die Hände. Er schart ein Team um sich und macht sich auf die Schatzsuche. Er ahnt nicht, dass es sich dabei um Flints ehemalige Crew handelt, die schon lange auf der Suche nach Flints Schatz ist. Als die beiden Parteien dann die Schatzinsel erreichen, fangen die Probleme erst richtig an. Stevenson ließ sich von Namen und Orten aus Charles Johnsons Werk inspirieren und wollte dadurch seinem Buch eine gewisse Authentizität verleihen. Stevensons Gegenspieler, den berüchtigten Long John Silver, gab es in Wirklichkeit nicht. Aber der Pirat Israel Hands, ein Verbündeter von Long John Silver, soll tatsächlich unter Blackbeards Kommando gedient haben. Auch wenn Piraten für gewöhnlich als mörderisch und grausam dargestellt werden, im Grunde waren sie das ja auch, hat Stevenson seinem Long John Silver einen gewissen Charme verpasst, mit einem recht komplexen Charakter. Eine erste Filmversion wurde schon 1908 gedreht, aber erst die Disney-Version von 1950 mit Robert Newton als Long John Silver gab dem stereotypischen Piratenbild einen weiteren Schub. Newton war als Pirat sogar so gut, dass er zwei Jahre später als Blackbeard in der Fortsetzung und in einer zusätzlichen Miniserie den Long John Silver spielte. Piraten sind nach wie vor beliebte Figuren in Filmen, ob Comic, Action oder Abenteuer. Sie sind die gerissenen, albernen und absurden Charaktere. Das Korsarenschiff von 1944 ist ein recht frühes Beispiel für die zwar gefährlichen, aber auch ziemlich inkompetenten Piraten, die eine Prinzessin kidnappen. Dann haben wir die klassische Liebes- und Abenteuergeschichte in Die Braut des Prinzen, in der der Hauptcharakter Wesley, der offenbar auf See von Piratenkapitän Roberts getötet wurde, dann aber als Nachfolger von Roberts zurückkehrt und Prinzessin Butterblume rettet.
Und ganz wichtig, die Disney-Piraten, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Allen voran Jack Sparrow aus dem Fluch der Karibik-Franchise. Objektivität und historische Korrektheit bleiben hier allerdings weit auf der Strecke. Heute finden wir Piraten nicht nur im Kino, sondern auch auf Festivals und Festen. In den USA feiern sogar manche Schulen und Vereine einen jährlichen Piratentag. Zu Ehren des Piraten Jean Lafitte gibt es das 12-tägige Louisiana Pirate Festival. In Hampton, Virginia gibt es ein Blackbeard Piraten Festival. Grand Haven, Michigan feiert das jährliche Michigan Pirate Festival. Und in Disneyland, Florida steht sogar ein eigener Fluch der Karibik Theme Park. Am 19. September ist übrigens auch der internationale Sprich-wie-ein-Pirat-Tag. Und nicht zu vergessen die Pittsburgh Pirates, die Tampa Bay Buccaneers und noch tausend andere Schulen, Unis und Sportteams, deren Banner nur so vor Piratenanspielungen strotzen. Was macht die Piraten also so unwiderstehlich? Wir lieben Piraten, weil sie der Grundstein für großartige Geschichten sind. Sie sind die Underdogs, die außerhalb eines geordneten Systems ihre Freiheit ausleben. Sie sind mutig und stehlen oft von den Reichen. Ihre Identität und besonders ihre Symbole wurden von den Medien und der Popkultur umfunktioniert. Sie sind mittlerweile beliebte Symbole für Rebellion und Aufstand gegen alltägliche Restriktionen. Als ich 6 war, war ich immer so richtig cool und bin als Pirat zum Fasching gegangen. Habt ihr das auch schon mal gemacht, euch als Pirat zu verkleiden? Und wie beurteilt ihr eigentlich den ganzen Hype um Piraten? Schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Unter dem Hashtag YouTubePiraten suchen wir übrigens immer noch nach der perfekten Piratencrew. Hier oben in der Ecke könnt ihr aufs i klicken, um zu unseren anderen Videos über das Leben der Piraten zu kommen, um jetzt mal den Vergleich zwischen Mythos und Wahrheit auszutesten. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!